Photoshop für Fotografen, das ist der Videokurs für alle, die einsteigen wollen in die Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop. In diesem Videotraining wirst du alle nützlichen Tools kennenlernen in Photoshop, die man als Fotograf braucht, um seine Bilder danach vernünftig bearbeiten zu können. Wir schauen uns als erstes die Arbeitsoberfläche an und klären den Unterschied zwischen einem JPEG und einer RAW-Datei. Dann geht es weiter in den RAW-Converter, wo wir unser Bild schon anfangen können zu bearbeiten und schon richtig tolle Ergebnisse erzielen können. Ich werde dir außerdem alles über Ebenen und Masken erzählen und genauso die Einstellungs- und Korrekturebenen, die das Bearbeiten der Bilder überhaupt erst möglich machen. Du wirst lernen, wie man Bilder schärfen kann, wie man Unschärfe in das Bild bekommt, wie man störende Elemente entfernen kann und natürlich auch, wie du die Bilder am Ende optimierst für das Internet und für den Druck. Ich habe sehr, sehr lange an dem Konzept von diesem Kurs gesessen, weil ich immer wieder überlegt habe, was ist wirklich notwendig für einen Fotografen und was kann vielleicht auch draußen bleiben, damit es nicht zu langatmig wird, sondern damit du alle Informationen bekommst, die du brauchst und nicht mehr und nicht weniger. Insgesamt geht der Kurs 5 Stunden lang. Du wirst das geballte Photoshop-Wissen bekommen und nach diesem Videotraining kann ich dir versprechen, dass du Photoshop beherrschen wirst. Wenn du also Interesse an der Bildbearbeitung mit Photoshop hast, dann solltest du dir diesen Kurs nicht entgehen lassen. Ich habe da sehr viel Herzblut reingesteckt und ich hoffe, dass er dir genauso gefällt wie mir. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Bildbearbeitung mit Photoshop und wir sehen uns nach dem Videotraining wieder.